Seit Tagen ist ja das amerikanische GFS-Modell mit seinem sogenannten Hauptlauf Sonderwege gegangen und hat gesagt, nö, 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 ich mach da nicht mit, ich will's kalt. Und gestern hat dieses Modell diesen Weg verlassen. Und was hat's gemacht in der Nacht? Geht diesen Weg schon wieder mit kälteren Temperaturen und einem einsamen Weg in die Kälte. Grüße Sie und grüße euch. Schauen wir uns gleich an. Zunächst erst einmal der Blick wieder in die Obersteiermark zum Christoph. Dieser Zaun ist 1,10 Meter hoch und es hat hier in 24 Stunden auf 730 Meter Höhe 80 Zentimeter Neuschnee gegeben. Und es sind noch, ja, jetzt einer Gesamtschneehöhe von 85 Zentimeter, wo noch was oben drauf kommt. Und er hat noch geschrieben, das letzte Mal gab es so etwas beim großen Schnee 1986. Ja, wer mag sich hier durchwühlen? Bei uns hat es auch geschneit, beispielsweise im Bayerischen Wald und relativ weit unten. In Deggendorf in Niederbayern bei der Erika hat es hier so geschneit. Und während ich jetzt dieses Video gebaut hatte, habe ich dann gesehen, dass so langsam der Schnee hier in Regen übergegangen ist. Aber es kam eine ganze Menge Niederschlag herunter. Jetzt schauen wir erst einmal kurz an, was die Modelle alles so berechnen. Das amerikanische GFS-Modell mit seinem gestern Abendlauf, die sogenannten Abendläufe für die Prognose in 10 Tagen, da hätten wir ein Hoch über uns liegen. Es wäre ruhig und bodennah relativ kalt mit einer Inversionswetterlage. Es würde hier wieder Kälte starten wollen. Das haben wir gestern Mittag oder Nachmittag ausführlich besprochen. Das europäische ECMWF-Modell macht es im Prinzip ähnlich. Hier sogar einen kleinen Kaltlufttropfen, ansonsten Hochdruck. Das kanadische GEM-Modell, ähnlich wie das amerikanische GFS-Modell, Hochdruck, der allerdings retrograd nach Westen weichen würde. Und dann käme es kurz darauf zu einem Polarluftvorstoß aus nördlichen Breiten mit einer Nordlage und Schnee. Soweit die Abendläufe. Der Nachtlauf des amerikanischen GFS-Modells macht eigentlich die Fortführung dessen, was hier das GEM berechnet. Das Hoch zöge sich nach Westen zurück mit einem kleinen Kaltlufttropfen. Der würde Verbindung aufnehmen zum Tief im Norden, entstünde dann diese Nordlage hier. Im weiteren Verlauf eine retrograde Ostlage wieder mit dem gleichen Kaltluftknubbel, den wir seit Tagen immer mal wieder sehen und der in der anderen Wetterkarte so aussehen würde, dass wir genau über der Mitte Europas, nämlich bei uns, diesen Kaltluftknubbel hätten. Nicht nur das, sondern auch Tiefdruck mit Schneefällen. Und das wären die Schneehöhen dann für den 17. Februar in den Frühstunden. Da hätten wir unter fast ganz Deutschland eine Schneedecke. Ja, da wäre es dann richtig winterlich. Das ist ein einsamer Ausreißer. Ich stelle das nur vor, dass das berechnet wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie sowas kommen wird, ist relativ hoch. Wir gehen wieder in die ganz hohen Höhen, 32 Kilometer Höhe, der Polarwirbel, und haben momentan hier in der Nähe des Nordpols das Polartief liegen. Alles ganz weit oben. Und wir sind hier in Mitteleuropa, in Deutschland, in einer westlichen Strömung. Das merken wir ja gerade auch. In 2 Wochen sieht es anders aus. Das ist der sogenannte Zwölferlauf, der Abendlauf von gestern Abend. Da haben wir dann am Nordpol ein Hoch in der Höhe liegen und ein schwaches Tief noch hier bei uns. Und wir wären an einer Luftmassengrenze. Im Norden käme die Luft aus östlichen Richtungen, im Süden aus westlichen Richtungen. Würde natürlich unglaublich spannend werden und hätte auch viel Potenzial. Und der 18er berechnet das ähnlich, auch hier das Hoch in der Nähe des Nordpols, aber ein Tief beispielsweise über Sibirien und ein Tief über dem Atlantik, wieder mit einer Luftmassengrenze, die genau bei uns liegen würde. Im Süden wäre es der Westwind, der mild ist, im Norden der Ost bis Nordost und Nordwind, der dann immer die Kaltluft herantransportieren würde. Und ich sage es immer wieder gerne, in der zweiten Februarhälfte steht uns wahrscheinlich ein Feuerwerk der Luftmassen bevor, wo noch richtig viel Musik drin sein kann und auch wird. Soweit der Modellüberblick. Schauen wir noch ganz kurz, was die Modelle berechnen zwischen dem amerikanischen Modell hier für Montagmorgen. Was die Schneehöhen angeht, da hätten wir in den östlichen Mittelgebirgen und im Süden Deutschlands ein bisschen was. Nach Norden zu ganz, ganz wenig. Das europäische ECMWF-Modell zeigt deutlich mehr und alle anderen Modelle sind genau dazwischen. Also dieses Modell ist das schneeärmste und dieses Modell ist das schneereichste. Da wird also im Laufe des Wochenendes noch ein bisschen was passieren, zumindest in der Südosthälfte. Jetzt noch etwas anderes, was ich euch auch zeigen wollte. Da hat mich der Elvis gestern darauf hingewiesen, mit dem ich immer mal wieder beim Radlfahren bin, der auch sehr wetteraffin ist. Von Grönland über Island, über die Nordsee, Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer erstreckt sich
oder erstreckte sich diese Luftmassengrenze, die wir hatten. Ein ganz seltenes Ereignis, das ein so langgezogenes Band ist. Und vor ein paar Tagen war diese Grenze ja noch ein Stückchen weiter im Südwesten berechnet. Das, was jetzt alles im Bayerischen Wald beispielsweise an Schnee runtergekommen ist, wäre dann eben im Allgäu und in Oberbayern gewesen. Gestern gab es Sonne im Nordosten, kam immerhin ein paar Stunden zustande. 1,1 Sonnenstunden hat es dabei deutschlandweit gegeben und sehr, sehr viel ist von oben runtergekommen, eben in diesem Streifen der Luftmassengrenze. Der Kahle Asten im Sauerland hat jetzt auch über einen halben Meter Schnee, zog sich durch die Rhön bis nach Niederbayern und ins östliche Oberbayern rein mit hohen Niederschlagssummen. Fast 7 Liter sind deutschlandweit runtergekommen, ist eine ganze Menge. Die ersten 2 Tage des Februars haben wahrscheinlich schon rund 25% des Niederschlags soll es deutschlandweit gebracht. Die Tiefstwerte zwischen minus 4 Grad im Nordosten und 8 Grad plus im Westen ist natürlich viel für die Jahreszeit. Die Höchstwerte zwischen minus 1 Grad im oberen Erzgebirge, 0 Grad im Bayerischen Wald und 10 Grad in Frankfurt am Main. Das war hier der höchste Wert. So soll es weitergehen. Das ist das Mittel aller Berechnungen. Allerdings war das noch von gestern, wo die Läufe relativ kalt waren. So wäre es ein einigermaßen ausgeglichener Februar, ungefähr bis Mitte des Monats. Und das ist die Wetterlage, die uns bevorsteht. Die Luftmassengrenze haben wir in der kommenden Nacht immer noch. Die kommt fast wieder ein bisschen zurück, aber dann wird die Luft trockener. Hier im Nordosten kommt wieder kältere Luft an. Auch nach Südwesten zu wird es wieder ein bisschen kälter werden. Dann in der nächsten Woche, am Dienstag, haben wir ein Hoch über uns liegen unter dem Hoch Isobarendrängung. Das heißt Ostwind, die liniengleichen Luftdrucks. Es ist bodennah dann recht kalt. In der Höhe geht so einigermaßen auch so 0 bis minus 5 Grad. Und dann noch ein paar Tage weiter am Freitag. Da zieht das Hoch langsam nach Osten ab. Unter dem Hoch haben wir eine südöstliche Strömung. Und dieses kleine Höhentief, dieser Kaltlufttropfen würde dann mit diesen beiden Dingern Verbindung aufnehmen und für die Nordlage sorgen, die wir eben am Anfang der Sendung gesehen haben. Es wäre allerdings relativ kalt. Minus 10 Grad im Alpenraum in 1500 Meter Höhe, sonst ganz normal für die Jahreszeit 0 bis minus 5 Grad. Ist eine klassische Winterlage. Hätten wir jetzt verbreitet eine Schneedecke, dann wäre es richtig kalt. Und so ist es mäßig kalt. Der heutige Tag bringt Regen. Diese Luftmassengrenze kommt wieder so ein bisschen zurück, beziehungsweise so ein kleines Regengebiet im Nordosten. Ansonsten in den Bergen noch Schneeregen, Schneevergrenze so 800 bis 1000 Meter Höhe. Am Nachmittag schwappt dann diese Front langsam nach Südwesten, schwächt sich dabei ein bisschen ab. Im Bergland sinkt die Schneevergrenze wieder ein bisschen ab. Beim Flachland passiert nicht viel. Auf der Alpen-Südseite ist es sonnig durch Föhn. Auch ganz nett ist es an der Nordsee. Der Wind weht stark bis stürmisch. Wir haben in der gesamten Nordosthälfte über 70 Kilometer pro Stunde Spitzenböen, den ganzen Tag über verteilt. Das rappelt ordentlich und der berühmt-berüchtigte Leitplankeneffekt hier am Alpenrand. Das heißt, das ganze Windfeld, das eine Nordwestkomponente hat, drückt gegen die Alpen, kann ich über die Alpen drüber und es wird hier eben windig. In den Alpen selber ist es gar nicht so windig. So haben wir praktisch hier das Wetter, da den Wind aus West bis Nordwest und die Höchstwerte 2 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis zu 11 Grad im äußersten Südwesten. Der Samstag bringt dann so diese Luftmassengrenze zurückschwappenderweise in den Südwesten langsam, in den Alpen schneit es ein bisschen. Am Nachmittag schneit es noch in den Alpen etwas, sonst lockern die Wolken auf. Rund um die Benelux-Länder und im äußersten Westen Deutschlands ist es bezogen mit ein bisschen Regen und Nieselregen. Im Nordosten scheint öfter die Sonne. Hier haben wir Nordwind, im äußersten Westen Westwind und Nordwind haben wir auch auf der Alpen-Südseite. Da gibt es Föhn. Die Höchstwerte liegen bei minus 2 Grad im Erzgebirge und nochmal bei bis zu 11 Grad plus rund um Basel. Und dann der Sonntag wird spannend. Der bringt dieses kleine Tief, das sehen wir hier, mit einem Niederschlagsfeld am Vormittag. Zur Mittagszeit zieht es langsam südostwärts und gleichzeitig auch nach Süden das ganze System. Und im weiteren Verlauf am Nachmittags liegt es dann über der Mitte und zieht immer weiter nach Süden. Und in der Nacht auf Montag verschwindet es in die Alpen und löst sich auf. Und der Schnee, der da fällt und liegen bleibt, den werden wir dann noch ein paar Tage danach haben. Begleitet wird das Ganze auch wieder von einem Windfeld, das sich ein bisschen im Vergleich zu gestern abgeschwächt hat. So haben wir um dieses Tief herum gegen den Uhrzeigersinn den Wind mit Höchstwerten vor der Kaltfront mit minus 2 Grad im Erzgebirge und plus 9 Grad im Südwesten der Schweiz. Im Laufe des Tages beginnen die Temperaturen zu sinken. Zu Wochenbeginn
soll es freundlich werden. Laut Modell wird es recht sonnig, dichtere Wolken sind noch im Westen und Süden unterwegs, 4 Grad minus im Mühl- und Waldviertel, 8 Grad plus in der Südpfalz. Am Dienstag wohl auch recht sonnig, relativ trockene Luft, minus 4 Grad im Erzgebirge, plus 8 Grad im Eifelvorland und auch am Westrand des Sauerlandes und des Bergischen Landes. Am Mittwoch im Prinzip ähnlich, die Temperaturen bleiben immer gleich. Der Wind aus Ost bis Südost, die Nächte sind sehr frostig, bei längerem Aufklaren, oder es klart ja auch länger auf, über Schnee auch zweistellige Minuswerte. Und dann soll so der Vorbote des Kaltlufttropfen kommen mit einem Wolkenklotz und ersten Schneefällen. Der Wind dreht auf südöstliche Richtungen, würde sich am Freitag abschwächen und dann viele im Südwesten Schnee. Das ist alles noch mit einem großen Fragezeichen behaftet, aber wir gehen die Modelle durch und schauen uns das an. Und das ist ja auch immer nur gerade ein Abbild der derzeitigen Modellberechnungen. Je weiter es geht, desto unsicher wird es ja. Gehen wir zum Schluss auf die Ensembles ein für den Norden Deutschlands. Ihr wisst, die 2-Meter-Temperaturen, was an Niederschlag runterkommen soll und theoretisch davon als Schnee. Da kommt eine Phase, wo es relativ wenig Niederschlag geben wird und die Temperaturen haben einen hohen Tagesgang. Das heißt, in der Nacht Frost, tagsüber leichte Plusgrade. Hinten raus wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen unruhiger mit zunehmenden Niederschlägen, teilweise als Schnee. Und der Hauptlauf, wie eben erwähnt, ist hinten raus ein ganz kalter Ausreißer und würde auch Schnee bringen. Im Westen ein ähnliches Spiel, da kommt eine ruhige Witterungsphase. Und hier seht ihr zum Beispiel zwei so blaue Zacken. Das sind hier kältere Läufe und die würden da hier auch Schnee bringen. Das sind diese einzelnen Kaltlufttropfen, die umherziehen, hat auch das europäische ECMWF-Modell drin mit den Kaltlufttropfen. Richtung Monatsmitte mehr Niederschläge, auch die Option auf Schnee. In der Mitte ein ähnliches Spiel hier mit stärkeren Schneefällen, wenn dieses Tief dann am Sonntag durchzieht. Im Osten ist es nicht so sicher, ob das Schneefallgebiet dann überhaupt nochmal Oder und Neiße erreicht. Dann auch der hohe Tagesgang, hinten raus ein bisschen unruhiger und zu guter Letzt der Blick in den Süden. Da wird wahrscheinlich dieses Tief und die Reste dieses Tiefs gegen die Alpen ziehen und dann im Süden Deutschlands Schnee bringen. Und nochmal, der Schnee, der am Sonntagnachmittag und Abend fällt, wird uns auch in der nächsten Woche dann größtenteils erhalten bleiben. Da ist sogar Dauerfrost häufig mit dabei. Hinten raus steigen die Temperaturen ein bisschen an. Das ist aber alles der Jahreszeit entsprechend. Das ist keine große Wärme oder gar ein Wärmeberg. Mit zunehmender Niederschlagsneigung das meiste davon dann als Schnee. Wenn sich was Großes tun sollte, bis später. Ansonsten bis morgen.